Hallo liebe Athleten des Frankfurt City Triathlon und herzlich willkommen zur Wettkampfbesprechung. Leider treffen wir uns dieses Jahr nicht live in der IHK Frankfurt, das ist aber kein Grund, damit wir kein Bitburger 0,0 zusammen trinken können. An der Stelle, Prost! Die Startunterlagen haben wir euch in diesem Jahr zugeschickt. Drinnen sind eine Badekappe, Startunterlagen, ein Etikettenbogen und drei Kleiderbeutel. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und die Wettkampfbesprechung im Ganzen findet ihr nochmal online bei uns auf der Webseite, direkt auf der Startseite. Und ich bitte euch ganz intensiv, die mal ordentlich durchzulesen. Den Check-in in Langen haben wir diesmal am Samstag zeitlich etwas auseinandergezogen. Wir haben verschiedene Distanzen, verschiedene Check-in-Zeiten. Und ich bitte euch, euch an diese Zeiten zu halten. Denn das Ziel ist, die Kontaktzahl zu minimieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jeder in seiner Zeitzone auch bleibt. Zum Check-in braucht ihr euer Fahrrad, euren Helm, eure Startnummer und euren 3G-Nachweis. 3G bedeutet geimpft, getestet oder genesen. Das ist ganz wichtig, damit ihr euer Athletenband bekommt und auch in die Wechselzone einchecken könnt. Für die Wechselzone braucht ihr weiterhin eure medizinische Maske, entweder eine OP-Maske oder auch eine FFP2-Maske, die ihr permanent tragt, solange ihr in der Wechselzone seid, das heißt am Samstag, aber auch am Sonntag von Beginn-Check-in-Wechselzone bis zum Schwimmstart. Warum? Das ist wichtig, wenn wir die Abstände nicht einhalten können, weil so viele Athleten auf einem Haufen sind, ist es wichtig, dass wir eine Maske tragen. Das ist die Vorgabe vom Gesundheitsamt und unserem Hygienekonzept. Und deswegen bitten wir euch, ganz intensiv auch darauf zu achten. Den Zeitmesschip bekommt ihr in diesem Jahr direkt beim Check-in. Wir haben eine neue Zeitmessfirma. Der Chip ist auf einem Neoprenband aufgezogen. Das heißt, ihr müsst nichts mitbringen. Ihr könnt den Chip direkt anlegen. Wir empfehlen immer das linke Fußgelenk, weil rechts die Kette ist und es bringt Glück, wenn man den eine Nacht vor dem Rennen schon am Fuß hat. Beim Check-in am Samstag gebt ihr bitte euren roten Beutel ab. Roter Beutel bedeutet, da sind eure Laufsachen drin. Wir bringen diesen Beutel für euch nach Frankfurt und hängen ihn in der Wechselzone 2 an dem Rack in die richtige Position. Und es ist wichtig, dass wir den am Samstag schon bekommen, damit wir genug Zeit haben, alle 2.500 Beutel auch zu sortieren und an die richtige Stelle zu hängen. Wer am Samstag nicht einchecken möchte, kann uns den Beutel auch direkt nach Frankfurt bringen, direkt zum Rossmarkt an den Infostand, da könnt ihr den auch abgeben, dann können wir ihn auch direkt aufhängen. Man kann definitiv auch Sonntag einchecken mit seinem Fahrrad, aber die roten Beutel müssen am Samstag abgegeben werden. Wir können euch in diesem Jahr leider keine Shuttlebusse zur Verfügung stellen. Das Thema Corona, Abstandsregel, das leider nicht ermöglicht, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, die Anreise trotzdem gut zu bewältigen. Dazu haben wir viele Informationen in der Wettkampfbesprechung für euch zusammengestellt. Am Samstag zur Radabgabe ist es ganz einfach, wenn ihr mit dem Auto kommt. Ihr könnt aber auch direkt mit dem Rad anreisen und mit der Bahn wieder nach Hause fahren. Am Sonntagmorgen gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt euch von jemandem absetzen lassen, eine sogenannte Drop-Off. Das ist eine gute Möglichkeit, wo man das Auto nicht weiter unterbringen muss. Ihr könnt direkt mit dem Fahrrad anreisen, aus Frankfurt kommen, das ist das ganz einfach. Über die B44 wird es jederzeit möglich sein. Die Autos werden aus Frankfurt ab 6.30 Uhr über Mörfelden-Walldorf umgeleitet, aber die Fahrradfahrer können permanent, also auch die olympische Distanz, bis kurz vor dem Rennen aus Frankfurt anreisen. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, mit dem Auto nach Langen zu fahren und nach dem Rennen dann mit der S-Bahn oder auch mit dem Fahrrad wieder zurück zum Langener Waldsee zu kommen. Für unsere Mitteldistanz haben wir auf der Radstrecke eine Verpflegungsstelle, die ist kurz vor der Schwanhammer Brücke. Hier wird die Eintracht euch wie gewohnt Radflaschen anreichen, in denen gibt es ISO von der Firma Ultrasport oder auch reines Wasser. Ihr könnt an der Station vorbeifahren, könnt euch eine Flasche nehmen, könnt weiterfahren. Es gibt auch eine Drop-Off-Station, wo ihr die alten Flaschen loswerden könnt. Und ich bitte euch, eure Flaschen auch nur in diesem Bereich zu entsorgen, denn sonst bekommt ihr vom Kampfrichter eine Karte gezeigt, denn das ist Littering und wir dürfen nicht auf der Strecke einfach unseren Müll entsorgen. An dieser Station Schwanheimer Brücke gibt es auch zwei Dixie-Toiletten, also für alle auf der Radstrecke, die mal müssen. Das ist die Station kurz vor der Schwanheimer Brücke. Die Verpflegungsstelle gibt es nur für die Mitteldistanz. Das heißt, alle anderen Distanzen, da ist diese Station abgebaut, werden da sich nicht verpflegen können. Aber für eine olympische Distanz reicht es vollkommen, mit einer Radflasche unterwegs zu sein. Auf der Laufstrecke bieten wir euch Verpflegung an. In diesem Jahr können wir euch auch keine Becher anreichen. Wir haben Tische aufgebaut, auf denen gibt es Wasser, Ultrasport, ISO-Getränke und Riegel. Ihr könnt euch was nehmen, aber ich bitte euch, bei den Verpflegungsstationen ein bisschen langsam zu machen, vorsichtig zu sein und nicht den ganzen Tisch umzureißen, sodass die anderen Athleten leider nichts mehr bekommen. Und auch in diesem Jahr bieten wir euch eine sogenannte Go Green Wasserstation an. Das heißt, das ist eine Art Wasserhahn, an der ihr selbstständig Wasser ziehen könnt. Ihr könnt dazu einen eigenen Becher oder eine Flasche mitnehmen. Wir bieten auch Go Green Becher an, die man zusammenknautschen kann. Oder ihr könnt euren Becher, den ihr von der Wasserstation noch übrig habt, nutzen, um euch da nochmal zu erfrischen.
Nach dem Rennen, wenn ihr euer Rad wieder haben wollt, beim Checkout, bitten wir euch wieder eine medizinische Maske oder auch eine FFP2-Maske zu tragen, denn hier wollen viele Leute gleichzeitig ihr Fahrrad haben und da sind manchmal die Abstände nicht gut einzuhalten. Wichtig ist, der Checkout beginnt ab 14:45 für alle und es ist auch nicht möglich, dass jemand sein Rad früher bekommt. Warum? Um 1 Uhr kommt der letzte Athlet in die Wechselzone, dann haben wir eine Stunde Zeit, um alle Kleiderbeutel zu sortieren und wieder an die richtigen Haken zu hängen, damit sie dann für euch an der richtigen Stelle bereit hängen, ihr den Beutel einsammelt, euer Fahrrad einsammelt und auschecken könnt. Beim Auschecken gebt ihr euren Zeitmesschip wieder ab und so können wir Rad gegen Chip tauschen, einmal kontrollieren, dass jeder seinen richtigen Beutel und sein richtiges Fahrrad hat und dann könnt ihr ganz entspannt nach Hause fahren. Für unsere Staffelteilnehmer ist es ganz einfach. Der Schwimmer startet ganz normal mit den Schwimmern zusammen. Es gibt nach dem Ausstieg eine Staffelwechselbox. Hier kann der Radfahrer warten. Der Zeitmesschip ist quasi das Staffelholz. Der wird übergeben. Der Radfahrer reiht sich in das Feld der normalen Athleten ein, verhält sich wie jeder andere Athlet auch, geht zu seinem Rad, fährt Rad, hängt sein Rad selbstständig ein in der Wechselzone 2 und läuft weiter bis zur Staffelwechselbox, die am Beginn der Laufstrecke ist. Der Läufer checkt am Beginn der Laufstrecke ein, wartet in der Staffelwechselbox auf seinen Radfahrer, übergibt den Chip und am Ende könnt ihr gerne alle drei zusammen ins Ziel einlaufen. Die Staffeln bekommen von uns keine Kleiderbeutel, weil der jeweilige Athlet seine Sachen dem Athleten davor mitgeben kann. Das heißt, es macht für uns und auch für euch gar keinen Sinn, irgendwelche Beutel irgendwo wieder einzusammeln und deswegen haben Staffeln grundlegend bei uns keine Beutel. Liebe Athleten, wir freuen uns, euch am Samstag beim Check-in und am Sonntag beim Rennen begrüßen zu können. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, Freude und Erfolg und hoffen, ihr kommt wohlbehalten in der Ziellinie wieder an. Bis dann!